In diesem Video schauen wir auf den VPN-Anbieter ovpn.to und beginnen wie immer mit der Geschwindigkeit. Und hier gibt es eine kleine Bilderflut, denn die Geschwindigkeiten haben sehr geschwankt und ich habe verschiedene Speedtests gemacht, um dann möglichst objektives Ergebnis zu bekommen. Links wie immer die Geschwindigkeit mit VPN, rechts die ohne VPN. Ich habe eine 100 Mbit-Leitung, das sieht man auch gut bei den Tests ohne VPN. Bei denen mit VPN ist das Ergebnis recht durchwachsen. Meine maximale Geschwindigkeit, die ich erreicht habe, waren 91 Mbit pro Sekunde. Dort war ich mit einem französischen VPN-Server verbunden und gleichzeitig habe ich bei OVH, das ist ein französischer Anbieter, einen Speedtest gemacht. Ich habe auch zusätzlich, um diese Ergebnisse zu untermauern, noch Dateien heruntergeladen und zwar parallel von verschiedenen Serveranbietern und habe versucht, da auch nochmal das Maximum rauszuholen. Dort bin ich auf 82 Mbit pro Sekunde gekommen. Das sieht man unten. Also bei der Geschwindigkeit gibt es deutliche Abzüge. Die schwankt erstens sehr stark, zweitens erreiche ich nicht das Maximum, das man erreichen könnte. Das könnte an der starken Verschlüsselung liegen. Bei RVPN im Vergleich bekomme ich ungefähr 96 Mbit pro Sekunde. Bei der Latenz habe ich wenig Verluste. Dort habe ich einen Durchschnittswert von 28 Millisekunden ohne VPN und einen von 36 Millisekunden mit VPN. Also 8 Millisekunden Verlust, das ist absolut der Spitzenwert. Kommen wir also mal zu den Funktionen und auch hier gibt es wieder viel zu viele Bilder. Das liegt aber nicht an mir, sondern an der völlig unübersichtlichen Software, die OVPN ausliefert. Die hat nämlich kein einheitliches Interface, sondern die wird mehr oder weniger über das Kontextmenü bedient. Das Kontextmenü ist das, was ihr da rechts seht mit den vielen Fahnen. Und aus diesem Kontextmenü heraus kann ich verschiedene Fenster aufrufen. Ich kann das Einstellungsfenster, das Kontofenster und das Serverfenster aufrufen. Bei dem Serverfenster bekomme ich die ganzen Server angezeigt mit einer ganzen Menge Informationen und sehe unten ganz klein auch, ob ich überhaupt verbunden bin. Also diese wichtige Information ist da mehr oder weniger versteckt. Ansonsten kann man noch am Icon sehen, ob man verbunden ist. Das solle man also auch immer im Auge behalten. Für die Software würde ich daher Abzüge geben, weil die finde ich mega unübersichtlich und die wichtigen Informationen hat man nicht auf den ersten Blick. Das würde deutlich besser gehen. Einen anderen Punkt, den ich auch an der Software kritisieren möchte, ist das Verhalten der Firewall. Man kann zwar einstellen, dass diese deaktiviert wird beim Abschalten der OVPN-Software, wenn man aber sich nur ausloggen will aus einem VPN, bleibt die Firewall trotzdem aktiviert. Das nervt wirklich. Positiv aufgefallen ist mir wiederum, dass Verbindungen auf Port 443 über TCP möglich sind. Man kann viele Geräte gleichzeitig betreiben mit dem VPN, also so viele wie es Server gibt, quasi pro Server ist eine Verbindung pro Gerät zugelassen. Im Moment gibt es über 50 Server, also ist auch ganz nett. Es werden OpenVPN-Config-Files zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, gibt es eine eigene Software, die zeigt viele Informationen über die Server an. Man kann auf einen SSL- oder SSH-Tunnel zurückgreifen, Port-Forwarding wird unterstützt, man bekommt einen Proxy-Server dazu und die Server stehen in immerhin 15 Ländern. Die Software ist aber äußerst unübersichtlich, das Firewall-Verhalten gefällt mir nicht und pro Server gibt es nur ein Protokoll und ein Port, mit dem man auf die Server zugreifen kann. Bei der Sicherheit wiederum kann ovpn.to richtig punkten, es gibt keinen IP-Leaks, werden keine Logs gespeichert. Es werden hohe Verschlüsselungsstandards angewendet, das sieht man hier rechts in dem Infofenster und es gibt einen SSH-SSL-Tunnel. Dieser hohe Verschlüsselungsstandard könnte ein Grund für die langsame Geschwindigkeit sein, die ich gemessen habe. Also wer mehr Wert auf eine hohe Verschlüsselung legt und weniger die Geschwindigkeit wichtig ist, der ist vielleicht da ganz richtig bei OVPN. Kommen wir zum Support. Es wird Support per Internet Relay Chat angeboten, Jabber, Forum, Mail. Es gibt eine FAQ und die Hilfe dort ist wirklich kompetent. Dort spricht man quasi direkt mit den Admins und nicht mit irgendwelchen Support-Mitarbeitern, die keine Ahnung haben. Kommen wir also zum Preis. Ich mache hier mal ein Fragezeichen, ein Account-Sharing möglich, denn in den FAQs steht, dass man eigentlich die Accounts nicht sharen sollte. Es steht aber auch da, dass der Anbieter gar keine Möglichkeit hat, Account-Sharing nachzuvollziehen. Man hat also mehr als 40 Verbindungen gleichzeitig, sogar 50, wenn ich richtig gerechnet habe. Man bezahlt für 30 Tage 10 Euro und für 365 Tage, also für ein Jahr, 80 Euro. Das ist jetzt kein günstiger VPN-Anbieter, aber auch kein teurer und dadurch, dass Account-Sharing ja auch mehr oder weniger möglich ist, finde ich den Preis ganz fair. Also kommen wir zum Fazit. Was hat mir gut gefallen? Die Software hat sehr viele Funktionen. Man kann viele Geräte gleichzeitig betreiben. OpenVPN wird als Standard unterstützt. Eine eigene Software wird mitgeliefert. Es wird ein großes Augenmerk auf die hohe Sicherheit gelegt. Es werden keine Logs angelegt. Nicht so gut gefallen hat mir die völlig unübersichtliche Software und die Schwankungen in der Geschwindigkeit fand ich auch nicht wirklich prickelnd. Jetzt steht zwar relativ wenig auf der Kontraseite, trotzdem die Software und die Geschwindigkeit, das sind zwei Merkmale, die möchte ich eigentlich bei einem VPN nicht missen. Ich möchte A, eine hohe Geschwindigkeit haben und ich möchte eine gut zu bedienende Software haben und das habe ich ja nicht. Und aus dem Grund gibt es
von 5 Schilden nur 3,5. Ist immerhin noch kein schlechtes Ergebnis und für richtige Sicherheitspuristen ist OVPN sicher auch der richtige Anbieter. Man muss halt Abstriche in Software und Geschwindigkeit machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann besucht doch auch bitte meinen Blog. Hier gibt es natürlich auch weitere Reviews zu vielen anderen VPN-Anbietern.